bisschen zu heftig ist. Aber so eine kleine Kinderachterbahn ist da ja perfekt zum... gucken, wie das so funktioniert mit der Achterbahn. So, mal gucken, jetzt ist die Bahn voll. Guck mal, den Lift vielleicht auch ins vielleicht ein bisschen niedriger bauen können, dass er nicht ganz so hoch fährt. Dann wäre das Speed ein bisschen niedriger, aber so geht das ja. Man hat hier so ein paar Huckel, einen steilen Huckel und da ist im Prinzip alles drin. Hier nichts aufwärts, hier nichts abwärts. Oh, eine Kartbahn. Da können die Kinder eigentlich schon mal gucken, was hier so Sache ist bei der Bahn. Wo die Leute hier hinten lang gehen können, ist das immer noch so überfüllt, ne? Obwohl es geht eigentlich. Ich finde das jetzt eigentlich nicht so überfüllt. Es hat sich eigentlich jetzt so ein bisschen verteilt wieder, weil sonst ging ja einmal alles hier vorne lang. Und jetzt, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Leute hier sagen, das wäre zu überfüllt. Achso, jetzt ist es zurückgegangen. Jetzt denken nur noch 11 Leute überfüllt und Getränk. 37. Ja, es schwankt immer noch so ein bisschen. Aber immerhin geht es jetzt finanziell auch mal ein bisschen aufwärts. Familiencoaster war ganz toll. Yeah. Augustjahr 2 haben wir schon. Ui. Oh, das war das Headset. Das habe ich gerade beim Sitzposition wechseln. Mein Headset ein bisschen vertüdelt. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Wenn ja, dann jetzt schon mal sorry dafür. Mir fehlen noch 300 Besucher. Jetzt machen wir erstmal so ein bisschen konstant hier Gewinn. Das ist ja jetzt auch nicht blöd. Die Kartbahn, die bauen wir dann auch gleich mal. Eigentlich könnte ich ja auch, wenn die jetzt eh schon, eigentlich auch den Weg hier freigeben. Da ist zwar jetzt noch nichts, aber... verteilt sich das wieder noch ein bisschen mehr und hier könnte man ja dann irgendwie noch was hinbauen. Wisst ihr was, ich entscheide mich jetzt dafür, die... Oh, man sieht das schon, der Verkauf Speisen ist hochgegangen. Hat sich vervierfacht. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, vielleicht, dass die Leute jetzt alle erstmal Getränke gekauft haben und es jetzt erstmal dann wieder zurückgeht. Aber ich habe jetzt erstmal die Schulden zurückbezahlt. Das muss jetzt einfach sein. So, wann kommt denn die Kartbahn? Am 15. August? Ne, am 16. Ist ja jetzt so. Die können wir eigentlich gar nicht herstellen, oder? Hier runter, Tunnel, dann guckt ihr hier mal kurz. Ah, komm, das machen wir. Na gut, da kriege ich wieder Probleme mit der Warteschlange. Ach nee, kriege ich. Das geht ja so oder so nicht. Hehe. Ah, ich habe auch eine andere Idee, wie wir es machen. Oh, es hat man nicht den Zaun dort weggerissen. Was ist denn da los?
So, dann führt die Strecke hier so drüber. Was zum schönen Rost beschleunigen, was dann aber von einer Hermann-Thielke-Schikane unterbrochen wird. Dann geht das hier rum und dann würde ich eigentlich gerne irgendwie hier unten rauskommen. Hier gibt es ein bisschen hoch und runter gezubbler. So. Ich würde gerne weiterbauen im Spiel, wenn ich das darf. Geht das da, wo der gerade mit dem Rasen mäht? Hier so rum. Das ist die Kartbahn. Eingang. Ausgang. Der sieht natürlich ein bisschen weird aus mit diesem Weg dort parallel. Das sieht noch weirder aus, wenn da jetzt drei Wege dort so parallel hochgehen. Aber es ist halt so, so Siggis Schlauchboot. Dingens wieder kaputt. Ist natürlich schon in den Schutzzaun, dass sie ja nicht auf die Strecke kommen. Das heißt, da gibt es erstmal keinen Bedarf. Lift Hill Aussicht, immer wieder kaputt. Was macht man hier? Einzelfahrt oder Rennen? Kreisverkehr. Carla Cox hat da gerade wieder was kommentiert, sehe ich unten. Das Ding heißt einfach Kartbahn. Ganz unspektakulärer Name, einfach Kartbahn. Habe ich nicht Musik angeschaltet hier? Achso, Techno hatten die schon. Als nächstes kommt wieder eine aufregende Attraktion. Und wie machen wir das jetzt hier mit dem... Komm, die kriegen einfach hier so eine Holz... Ne, Quatsch, diese Stahlwand hier. So. Na gut, die Strecke ist eigentlich für eine Einzelfahrt lang genug, finde ich. Das sollte jetzt kein Problem darstellen. Zack. Dass sie ja so mitten auf die Strecke laufen, um auszusteigen, das muss eigentlich auch nicht sein. Das ist ja lebensgefährlich, wahnsinnig. Jetzt wird auch nur dort fast von einem Go-Kart angefahren. Welche Flussfahrt-Defekt. Müsste man eigentlich mit einer Werbekampagne machen. Freifahrt auf Kartbahn.
gratis Gutschein. Ja, komm, jetzt können wir mal ein Getränk raushauen, jetzt wo es endlich mal Getränkestände hier gibt. Oh, so viel Geld habe ich gar nicht mehr. Da muss ich mir mal eine kleine Schulde aufnehmen hier, um das zu bezahlen. Und dann Werbung für den Familiencoaster. So, gut. Das müsste wieder Leute anlocken. Hoffe ich doch. Als nächstes gibt es die Baumstammrutsche. Oh, das ist auch eine gute Sache. Wann kommt die? Am 14. September. Gut, hier auf die Insel klitschen, das geht natürlich nicht. Ich denke, die wird dann hier irgendwie zwischen Kartbahn und Familiencoaster stattfinden. Ich habe 5 Leute, die einen vorgegebenen Weg haben und nur 3 Reinigungskräfte, die hier frei rumlaufen können und dabei Müll einsammeln. Die anderen 2 machen ja nur hier Dings. Das ist natürlich auch nicht so toll. Da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn überall der ganze Müll rumliegt. Da ja nochmal 3 eingestellt. 13 ist ja eine Pechzahl. Da ja nochmal einen weiteren eingestellt. So. Und da kann man eigentlich gleich auch auf 15 aufrunden. Wie ich es ja immer mache. Mechaniker 11. Wirklich 11. Was ist denn das für eine unkrumme Zahl? Familiencoaster war wirklich toll. Ja, das ist natürlich schön, wenn ihr das so seht. Die Achterbahn für 7 Mark zahlen sie auch noch. Oh, Riesenrad. Die ersten beschweren schon über den Preis. Okay. Kann ich die vielleicht mit 2 Mark Eintritt locken? Sieht aber auch nicht danach aus. Guck mal, was haben die da auch noch ab, die letzten, die Schweine. Und plötzlich sind das zu teuer. Erst stellen die sich an, sehen da schon den Preis am Weg und dann denken die sich, ach nö, tschüss, falsche Bude. Und hauen dann ab. Ja, das sind mir die Liebsten für 1 Mark. Geht's zum Glück wieder. Wie sieht's eigentlich bei den anderen aus? Hat Krogolf 12 Minuten Wartezeit. Toiletten, Getränke, garnierte Äpfel, bla, Hotdog-Stand. Twister. Wo stand das Ding? Hier oben. Was ist da los? Für 2 Mark geht das wieder her, zum Glück. So, Bonanza. Hoffentlich kommt damit 2 Mark auch wieder die Leute anlocken. Sieht aber auch nicht danach aus, dass die jetzt kommen. Na gut, 1 Mark. Müsste doch bestimmt die Leute hier. Ja, genau, für 1 Mark geht das wieder. Gut, okay. So. Dann können wir unsere Schulden auch wieder zurückbezahlen und dann können wir dann die Baumstammbrücke der nächsten Aufnahme bauen. Ich speichere noch einmal ab und sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Macht's gut, bleibt friedlich und tschüss.